Moin Leute und willkommen zur neuen Folge von Animal Crossing New Leaf. Ja, doch heute geht's weiter. Gerade heute, ja, werden wir wieder unsere Stadt weiter dekorieren mit neuen Bäumen, Blumen, Büschen, allen möglichen, ne? Genau. Und heute ist einfach, ne, mitten in-game im Mitte November einfach so ein blauer Himmel, so schöne Sonne, ne? Voll heftig. Genau. Ach Leute, dieses Haus, ne? Also ich kann es wie gesagt nicht öfter sagen, ne? Alter, was zum Teufel, Mann? Das ist direkt in meinem Weg. Kann doch nicht wahr sein. Alter, was soll ich machen? Oh mein Gott. Junge. Was ist das? Heftig. Na gut, genau. In der letzten Folge haben wir den Ziehbrunnen abbezahlt. Und ja, ich würde sagen, dann ja, laufen wir mal zum Ziehbrunnen hin. Aber ja, also Cube mal wieder. Nach langer Zeit sehen wir dich. Bist du es wirklich, Jan? Ja, Bruder, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr getroffen. Ja, Bruder, weil ich dich auch nicht finde. Ne? Du hast echt viel verpasst, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Zum Beispiel habe ich einen neuen Comic. Ganz schön spannend, was? Ja, klar. Genau. So, ja. Ich habe gehört, dass man in einer perfekt eingerichteten Wohnung doppelt so bequem schläft. Genau, ich hab's. Schlag mir doch ein paar Möbel vor, die mein Haus noch schöner machen. Dir fällt bestimmt was Gutes ein. Ja, gut, Bruder, keine Ahnung, ey. Könntest du vielleicht. Ja, gut, Lautsprecherbox ist schon meine eigene eigentlich, ne? Ein Fossil? Nee, ich weiß nicht, Mann. Ich habe jetzt gerade nichts. Sorry. Keine Ahnung. Vielleicht bringe ich dir heute noch was. Aber ja, hier ist unser Ziehbrunnen. Sieht echt geil aus, ne? Perfekt in diesem Waldstück. Wenn man jetzt so schaut, irgendwie fehlt da vorne noch irgendwie ein Baum. Hier vielleicht direkt. Aber nee, wobei. Aber es wird langsam, ne? Es wird immer schöner, ne? So, und wenn die ganze Stadt mit solchen Gebieten sein wird, und so mit so schön naturmäßig, Büsche, Blumen. Mal dann am Ende noch irgendwann mal Bambus, wenn wir es endlich mal bekommen, ne? Dann noch hier Zedernbäumchen, Normalbäumchen, Fruchtbäumchen, das ist schon schön. Machen wir heute direkt damit weiter, wie gesagt. Aber als allererstes gehen wir jetzt sogar schon direkt zu Melinda und machen das neue Stadtprojekt, nämlich eine Gaslaterne. Hier liegen einfach überall Hüte rum und sowas. Ballonhut. Warte, hat Cube gesagt ein Möbelstück oder auch irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Okay, keine Ahnung, egal, egal. Sorry, Cube, und wieder ist niemand am Festplatz. Ey, das kann nicht wahr sein, Alter. Das kann nicht wahr sein. Hier liegt einfach noch alles. Junge, hier liegt einfach alles herum. Alter, eine richtige Müllhalde, ey. Junge. Okay, wir haben noch 4 Slots. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal so random rumliegende Blumen einfach mal mit, ne? Wie gesagt, hier liegt einfach alles herum. Ey, Junge, was ist mit unserer Stadt passiert? Die wird immer unordentlicher. Das ist scheiße. Na ja, gut, gehen wir einfach mal jetzt erstmal verkaufen, danach zu Melinda und machen danach das ja, neue Stadtprojekt, ne? Nämlich die Gaslaterne. Die erste Lampe in der Stadt. Die erste Lampe. Heftig. So, Gregor ist auch mal wieder am Start, ne? Hier. Wir reden auch mal direkt mal mit ihm, ne? So, warte. Verkaufe einfach mal die ganzen Stuff. Ah, wir haben sogar noch die Musikplatte. Von letzter Folge. Genau. Müssen wir jetzt auch natürlich auch noch unser Haus bringen in dieser Folge, ne? So, Gregor, was geht? Alter, schon lange nicht mehr gesehen, ne? Preise werden von den Vorbesitzern festgelegt. Also muss man aufpassen wie ein Schießhund. Ja, guck mal, aber das kannst du doch kaufen, ne? Das chillt ja schon sehr lange herum. Nein, das vielleicht. Also, ja, okay, doch. Das sieht gut aus. Weil jetzt, Leute, können wir sie ansprechen. Und dann können wir sie dazu überzeugen, das zu kaufen. Ne? Und dann hat er das halt in seinem Haus rumstehen. Das gehört zwar nicht mir, ich bekomme zwar nicht das Geld, aber das ist halt trotzdem cool. Olla, schneidiges Teil, diese Royal-Kommode, findest du nicht auch? Rauf's doch. Das habe ich vor, her damit. Hey, ich will das hier haben, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Gut. Ja, perfekt, Bruder. Was siehst du mich so an? Erwartest du, dass ich fröhlich rumtanze? Da hast du's. Ende der Vorstellung. Ah ja, alles klar, Bruder. Ah, noch so ein Scheinwerfer. Ey, wie geil. Passend. Ah, von Gregor. Hi, was geht? Eigentlich kann ich dir schon direkt das Geld überreichen. Naja, gut, dann halt nicht. Ich würde sagen, wir kaufen vielleicht noch das für Cube. Glaube ich. Ne, wobei. Den Kaktus. Vielleicht einfach für sein Haus. Ich glaube, das passt nicht für sein Haus. Komm, gib mal den Kaktus für Cube. Hier was ihm noch ab, ne? Und dann ja, genau. So. Genau, aber jetzt sagen wir mal, also wir machen jetzt erstmal lieber die Laterne und danach gebe ich direkt den Kaktus an Cube ab, ne?
Ja, da hat er natürlich auch noch sein Wunsch halt erfüllt, ne, mit dem Möbelstück. Genau, perfekt. Also. So. Eine Gaslaterne. Ah ja. So. Ach nee. Ja, nee, sorry, ne. Ich will das jetzt nicht feiern. Wie gesagt, wir feiern nur besondere Sachen, wie zum Beispiel Kaffee. Sowas halt, ne. Eine Stadtverschönerung. Und ja, es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten. Wie gesagt, man kriegt ja weitere Stadtverschönerungen von Bewohnern vorgeschlagen. Und da gibt es natürlich auch noch so einen sogenannten Quallentrick. Und den kann man machen, um Stadtprojekte von Bewohnern vorgeschlagen zu bekommen. Und ich glaube, den werde ich, glaube ich, offscreen ein paar Mal machen, damit wir einfach neue Vorschläge kriegen. Weil ja, das könnten wir halt echt gebrauchen. Das wäre halt echt schon gut, ne? Genau. Weil wir haben einfach noch weitere Möglichkeiten, ne? Coole weitere Lampen, weitere Bänke, andere Sachen, wie zum Beispiel eine Mülltonne für draußen, ne? Das ist richtig geil. Aber ja, eine Gaslaterne für Inktown, ne? Auf geht's. Genau, das machen wir jetzt, ne? Kostet knapp 40.000, also ey, machbar, das bezahlen wir auch direkt ab, weil na, wobei ja, wenn das Geld reicht. Ich glaube, ich habe aber nicht genug, ne? 28.000, ja, scheiße. Gar keinen Bock jetzt das abzuheben. Gucken wir mal, vielleicht heben wir ja heute doch noch was ab. Wäre aber schon praktisch. Also ja. Okay. Dann. Genau. Zeige ich dir mal, wohin das die Gaslaterne soll. Also hier sind überall diese Kleeblätter, ne? Wir haben immer noch kein Glückskleeblatt gefunden, ne? Was geht? So. Ja, aber ich. Belinda, ich hoffe, ich störe dich jetzt nicht, ne? Aber ich muss halt einfach noch den Geldstein abholen. So. Perfekt. Wieder drei Säcke. So wie es sein soll. So. Perfekt. Vielleicht reicht es jetzt sogar für die Gaslaterne. Das wäre cool. Aber ja, ich muss heute sowieso wieder abheben gehen. Ne? Naja. Ich muss eh wieder abheben gehen, weil ja, das reicht nicht. Ich brauche ja danach noch Geld, ne? Ja, okay. Es fehlen auf jeden Fall noch irgendwas in 3000 Sternis. Gut, aber wenn da hierhin kommt jetzt unsere Gaslaterne. Genau an diesem Spot. Ich denke schon. So. Nein. Eins unten drunter. Schwein. Bruder, ich stehe doch genau auf dem Point. Aber ich frage mich eigentlich echt so, von welcher Sicht wird eigentlich dort ausgegangen? Von dort, wo ich draufstehe? Zwischen uns beiden oder ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Das ist richtig komisch eigentlich. Man weiß es nicht. Ja, komm, wohin jetzt? Ja, genau dahin. Danke. Jawohl. Das ist der perfekte Ort dafür. So. Damit, ja, kommen jetzt hier unsere Gaslaterne hin. Genau. Bezahle ich einfach mal schon mal mein ganzes Geld da ein, ne? Was wir bis jetzt schon dabei haben. Und dann, ja, genau, haben wir schon einen Teil bezahlt. Und den Rest werden wir dann auch noch abheben später. Also, wenn wir dann gleich noch zur Einkaufsmeile gehen. So. Einmal alles abbezahlen. Es fehlen noch ungefähr 3000 Sternis. Okay. Und dann, pflanzen wir dann hier noch ein paar weitere Bäume rechts ein, dann hier vielleicht noch ein bisschen Bäumchen einpflanzen. Oh nein, nicht drüber rennen. Einpflanzen. Genau. Also holen wir uns mal ein Bäumchen. Vielleicht noch ein Zedernbäumchen. Also ein Busch auf jeden Fall. Zedernbäumchen. Ja, das auf jeden Fall schon mal. Vielleicht sogar zwei Büsche. Noch ein Busch. So, Abendhortensie. Perfekt. Ah, und noch ein Kirschenbaum vielleicht. Kann man ja auch machen. Und es gibt sogar neue Notizen am schwarzen Brett. Hinweis, das Angelturnier. Leute, stimmt. Angelturnier müssen wir auch noch machen, aber das ist morgen. Wie gesagt, vielleicht mache ich ja Time Traveling einfach, ne? Dass ich einfach dann, ja, den morgigen Tag dazu nutze, um halt das Angelturnier zu machen, ne? Fehlt, wie gesagt, auch noch, ne? Angelturnier. Das müssen wir halt uns auch noch drum kümmern. Okay. Ja, gucken wir einfach mal. Ja, also dann pflanzen wir einfach mal, ja, vielleicht einfach schon mal direkt hierhin, einen Kirschenbaum. Nee, Zedernbäumchen ist hier sogar besser, passt hier besser hin. Ein Zedernbäumchen?
Hier könnte man dann auf jeden Fall vielleicht hier hin, einen Busch, weil ich möchte dann hier vielleicht, wo die Blume jetzt ist, eine Uhr hinmachen. Oder halt eine Lampe auch noch eine. Irgendwas anderes. Was habe ich hier gesagt? Ja, Busch. Stechpalme machen wir hier mal hin. Eine Stechpalme. So, und dann hier machen wir so quer. Oder was heißt quer? Einfach hier noch einen Baum hin. Kirsche? Ja. Ein Kirschenbaum. Und dann auch noch so hier, wo die Blume hier ist. Auch dann noch ein. Ja, da wird eigentlich auch noch ein Zedernbaum hinpatzen, ne? Weil hier sind zwei Bäumchen. Ja, doch. Dann nehmen wir uns noch ein Zedernbäumchen. Und machen dann dort noch eins hin. Jo. Dann lege ich mal einfach noch das normale ab. Den Busch auch. Zedernbäumchen. Und den Busch legen wir. Na, na, nee. Den Busch pflanzen wir auch noch direkt ein. Ja. Und die weißen Tulpen, ne? Wie gesagt, hier sammeln wir natürlich noch in diesem Spot weiße Tulpen. Und deshalb muss ich mich jetzt dran setzen, ne? Wirklich ein paar einzusammeln und wirklich dorthin zu pflanzen, ne? Wäre schon gut. Oder auch noch rote Rosen, ne? Ich glaube, da sammeln wir auch noch ein paar am Café, ne? Also beim Platz dort beim Café. Sollten wir jetzt auch vielleicht darauf achten, dass wir natürlich, wie gesagt, hier dann natürlich noch ein bisschen einsammeln in dieser Folge. Oh, wer zieht denn jetzt hier noch ein? Pepe. Oder Piep. Geht. Hey, Mann. Junge, Junge. So, wer bist du eigentlich? Das ist das von Ricky, ne? Ja, okay. So, was haben wir hier gesagt? Hier kommt ja ein Zedernbäumchen hin, genau. Und dann natürlich auch noch wieder ein weiterer Busch irgendwo hin. Ich würde sogar sagen, direkt hier so nach vorne so. Eine Abendhortensie. So, dann machen wir jetzt hier noch eine weitere Blume hin. Die kommt weg. Ich mache hier irgendwo eine Rose hin. Machen wir hier eine Rose. Eine rote. Gut. Ja. Also immer so Part für Part, immer ein bisschen weitermachen, ne? Dann wächst es bis zur nächsten Folge und dann kann man immer schauen, wie es aussieht, ne? Und das ist halt einfach cool. Das machen wir jetzt einfach, wie gesagt, ge gefühlt jede Folge wahrscheinlich, ne? Das ist unsere neue Daily-Aufgabe gefühlt, sagen wir mal so, ne? Das Haus muss er dann natürlich auch noch bald weg. Ach so, oh, das ist direkt hier. Ah. Ja, okay, das ist, glaube ich, sogar noch okay. Das geht, glaube ich, sogar noch fit. Das ist halt noch ein bisschen zu krass. Aber das geht eigentlich noch. Das ist okay. Das Haus, okay. Der Spot ist okay. Ja, okay, dann. Ja. Genau, dann. Oh. Okay, was ist denn los? Hm? Warum freust du dich, Cube? Oh, hallo, Jan. Also, worum geht's? Was sagst du dazu? Ach, das stimmt. Ah, ich hab komplett vergessen. Wir haben deinen Mini-Kugelkaktus. Gefällt er dir? Das ist ja der Wahnsinn. Genauso einen Mini-Kugelkaktus habe ich gesucht. Ja, genau, natürlich genau den gleichen. Ne? Das muss ich mir gleich hinstellen. Ich freue mich schon. Oh, perfekt. Als Dankeschön habe ich ein kleines Geschenk für dich. Auch ein Möbelstück? Okay. Wir gehen auch mal direkt in unser Haus, machen das Musik. Junge, dein Ernst? Verkehrshütchen, Alter. Schade, dass wir nicht draußen platzieren können, Mann. Schade. Das wäre jetzt schon echt cool. So, ist hier vielleicht noch eine rote Rose irgendwo, eine weiße Tulpe, die wir halt, wie gesagt, brauchen. Können wir dann natürlich direkt mitnehmen. Und natürlich dann einpflanzen. Dort holen wir sie auch. Achso, ja, rote Rose. Perfekt. Weiße Tulpe, haben wir noch Platz? Noch einen Platz haben wir auf jeden Fall. Gut. Okay. Dann gehe ich mal schnell noch in unser Haus rein. Oder diese Hängebrücke direkt neben unserem Haus. Das ist so ein Luxus, ne? Das ist heftig, Mann. Das ist so perfekt einfach. Das ist einfach perfekt. Das kann man einfach nicht besser beschreiben. So, neues Lied. Was wir, glaube ich, letzte Folge gekauft haben. KK Jahrmarkt. Okay. Let's go. Was haben wir hier noch? Lautsprecherbox, Verkehrshütchen. Okay, das Verkehrshütchen, das sieht so aus. Ja, perfekt. Gut, machen wir einfach mal alles in unser Schrank rein. Wir müssen aber auch mal in den nächsten Folgen mal wieder die 1A-Kirschen weiter rein pflücken, ne? Das wäre auch eigentlich wieder gut. Weil wir müssen ja auch für dann nächstes Mal irgendwann mal, vielleicht bei Folge 100 oder sowas, wer weiß, wenn wir dann wieder verkaufen gehen, um dann wieder mehr als 1 Million zu machen, ne?
Weil das ist eigentlich wirklich so die beste Methode, um Geld zu machen, neben der Insel. Und bei der Insel, dahin gehen wir auch bald wieder hin. Also Leute, es gibt so viel zu tun, ne? Das ist einfach Animal Crossing New Leaf. Es gibt so viel, was man machen kann. Und man weiß echt nicht, was man in der nächsten Folge oder so machen soll. Als erstes und so. Das ist heftig, Mann. Das liebe ich an diesem Spiel. Es ist einfach so eine Langzeitmotivation. Und man hat einfach immer Bock, Mann. Auch wenn du schon gefühlt alles gemacht hast. Das ist einfach heftig. Ich würde sagen, ich mache auch hier hinten Rosen hin. Aber ich habe jetzt eh keine mehr. Aber gut, ja. Auf jeden Fall da hinten machen wir da auch welche hin. So. Geldsche ja, Geldschein haben wir schon, ja. So, gibt es vielleicht noch eine weiße Tulpe irgendwo? Wäre auf jeden Fall gut, ne? Okay, dann aber machen wir mal die weißen Tulpen. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Minuten. Machen wir dann schon direkt hier hin. Ne, drei haben wir sogar. Ui. So, und bis wohin machen die denn eigentlich? Bis wohin eigentlich, hä? Vielleicht machen wir bis hier hinten alles voll mit, nicht unbedingt mit weißen Tulpen, vielleicht machen wir sogar irgendwie gemischt, dass ich hier weiß und gelb hinmache. Das dann irgendwann mal mische. Aber jetzt erstmal vielleicht einfach mal erstmal vollpacken mit weißen Tulpen und da halt einfach mal schauen, ne? Ja, gucken wir einfach mal. So, hier ist dann wahrscheinlich noch ein Fossil, ne, eine Falle, okay. Ich glaube, die zwei Fossilien, die ich mal im Inventar habe gerade, die lege ich jetzt auf den Festplatz, ne? Da sammeln wir sie einfach mal wieder. So wie wir es gefühlt immer machen, ne? Genau. So, also. Ist unser Baum wieder gewachsen? Ja, ich glaube, unser Baum ist wieder gewachsen, ne? Oh, wie geil. Das ist cool. Okay. Hier legen wir es dann auf dem Festplatz ab. Zwei Fossilien. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zur Fundgrube. Aber immer wenn ich jetzt zur Fundgrube gehe, ich nehme einfach mal wieder, also ich nehme da immer mal wieder Blumen rum, die, Blumen mit. Ah, hier ist noch eine weiße Tulpe. Die hier einfach so random kreuz und quer rumliegen, ne? Weil es ist dann halt echt so irgendwann mal an einem Punkt so angekommen in der Stadt, dass wirklich so viele Blumen wachsen, dass es wirklich so unordentlich ist, dass man wirklich immer mal wieder welche mitnehmen muss und einfach verkaufen muss halt. Damit es einfach normal aussieht. Weil irgendwann ist es halt so übertrieben, ne? Das ist heftig. So, noch zwei Tulpen. Perfekt. Jetzt haben wir nochmal zwei Slots. Nehmen wir mal die weiße Rose hier mit. Und hier vielleicht noch eine Blume. Okay. Ja, Geldschein haben wir schon, ne? Okay. Gut, dann gehen wir noch Fundgrube. Und dann. Ja, Einkaufsmeile, ne? Und dann, ja, war es auch schon wieder mit der Folge. Es ist, Leute, so heftig, wie schnell es vorbeigeht, ne? Es ist heftig. Wir müssen eh noch Geld. Ja. Brauchen wir eh noch. Um das Stadtprojekt noch fertig zu bezahlen. So. Ganzen Blumen verkaufen. Saphir. Falle, Pilz, Kirsche eine. Nein, ich glaube, es reicht für den Brunnen. Ne? Jetzt muss ich wieder zurücklaufen danach. Ach Mann. Das wär natürlich jetzt cool gewesen. Ich sag Brunnen, ich meine Glaslaterne, Leute. Oh Gott. Ja, ich bin mal wieder ein bisschen verwirrt, ne? Einfach Brunnen. Nee, der Brunnen ist schon lange fertig. Die Glaslaterne. Haben wir eigentlich schon mal die Flagge haben wir auch noch nicht geändert, ne? Ich glaube, ich würde sogar einfach so machen. Ich glaube, wir machen sogar irgendwann mal als. Stimmt, wir müssen auch mal in einer Folge ein Design erstellen. Und ich glaube, genau das werden wir auch machen. Ich glaube, ich werde einfach ein Flaggendesign erstellen, wo wir einfach eine Deutschlandflagge machen, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist so das, was mir jetzt einfallen würde, so. Was mir so konkret einfallen würde, so eine Deutschlandflagge hinzumachen. Ich glaube, das wäre am besten eigentlich, ne? Let's go einfach. Oh ja, stimmt, ey. Einfach. Um Designs müssen wir halt uns halt auch noch kümmern, ne? Oh ja, dann machen wir das, Leute, in der nächsten Zeit. Machen wir einfach ein Design erstellen, nämlich eine Deutschlandflagge, ne? Ja, perfekt, das machen wir auch noch in der nächsten Folge. Ich meine, wir haben ja schon mal eine neue Stadtmelodie gemacht. Eine neue Stadtmelodie haben wir schon gemacht. Aber eine neue Flagge noch nicht. Und genau das müssen wir halt auch noch machen. Und ich brauche noch einen neuen Kredit. Hä? Das heißt, wir müssen nochmal mit Tom Nook reden, wegen unserem Haus. Das heißt, wir waren ja bei ihm schon sehr, sehr lange nicht mehr, oder was? Ach du Kacke. Okay, gehen wir auch mal direkt mal noch schnell zu Tom Nook. Ha, müssen ja noch einen neuen Kredit ausmachen. Das geht. Heftig. Oder? Weil ich habe da keine Möglichkeit, mein Haus abzubezahlen. Okay. Tom Nook, dann gehen wir mal kurz zu dir. Ne? So. Willkommen, willkommen. Ja, stimmt. Wir waren noch gar nicht bei ihm. Meine Güte, Jan, schön, dass du hier bist. Dein Haus ist jetzt ganz zwei Stockwerke hoch. Ganze zwei Stockwerke hoch. Ja.
Du freust bestimmt schon drauf, das Obergeschoss einzurichten, ja? Stimmt, muss ich auch noch einrichten, ja? Ja, es gibt so viel zu tun, es ist heftig. Zeit für die Zahlen. Ja. Ja, die Kosten für den Ausbau betragen 298.000 Sternis. Ein Taschengeld also. Ein Taschengeld, ja. Nein, du kannst bei mir nicht bar bezahlen. Bezahl bitte am im Geldautomaten. Ja, und stimmt, Fred, ne? Mit unserer Punktzahl. Oh, es gibt Leute so viel zu tun, ne? Ey, ist das heftig, Mann. Junge. Ich habe sogar noch, mir Notizen sogar gemacht, was man so noch alles zeigen sollte in einer Folge und so, was wir bis jetzt noch nicht gezeigt haben. Aber es gibt trotzdem noch so viele Sachen, ne, die wir einfach trotzdem noch nicht gemacht haben. Ey Leute, es ist so heftig, ne? Junge, was geht? Naja, okay. Also, gibt's hier was Besonderes, was wir unbedingt brauchen? Das haben wir auf jeden Fall schon. Das bin ich mir sehr sicher, dass wir das schon haben. Dann halt Gärtnerei. Da kaufen wir, wie gesagt, immer ein Bäumchen und die zwei Büsche. Um dann natürlich auch in der Zukunft endlich die Goldaxt zu bekommen. Ein Zedernbäumchen. Ist halt auch einfach so günstig, ne? Das ist heftig. So, Gartenazalee. Let's go. Und ein Duftblütenbusch. Okay, dann gehen wir jetzt noch schnell in die Schneiderei. Dann ja, war es das schon mit der Folge. Ne? Aber wir müssen noch schnell die Gaslaterne abbezahlen. Danach. Ja, genau. So, Schneiderei. Gibt es hier noch was Besonderes, was ich unbedingt brauche? Ne? Vielleicht eine neue Hose. Oder da ist doch eine schwarze Hose, oder? Sowas, irgendwas. Oder? Ja! Ja! Eine Bürohose, oh mein Gott! Erstmal anprobieren. Ja, perfekt! Ja, das behalten wir auch direkt an und nehmen wir auch direkt mit. Oh geil, ich glaube, jetzt haben wir echt ein gutes Outfit insgesamt. So schön komplett schlicht und schwarz einfach. So eine Jeansjacke, so eine schwarze. Also echt perfekt. Aber unsere Mütze mal wieder. Dann gehen wir für mich noch die Gaslaterne abbezahlen. Die restlichen 3000 Sterne oder was es halt war, ne? Und dann ja, war es sogar schon mit der Folge, ne? Genau. Schnell abbezahlen, ne? Und natürlich auch noch direkt die ganzen Bäumchen und so ablegen, die wir jetzt gekauft haben. Büsche, besser gesagt. Ne? Und ein Bäumchen. Ja, das Zedernbäumchen. Ja, ablegen. So. Hier natürlich noch. Okay. So. Okay, dann noch die Laterne abbezahlen. Komm ran. So, und dann ja, Leute, würde ich sagen, genau, das war es mit dieser Folge von Animal Crossing New Leaf, ne? Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und ihr abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Und dann ja, würde ich sagen, genau, Leute, das war's in der Folge. Wir haben dafür jetzt die Gaslaterne abbezahlt, ne? Und dann ja, Leute, haut rein und dann ja, bye und bis zur nächsten Folge.